draußen, wo kam lange kein Video und ich habe mal versucht, ein Haartutorial für euch zu machen, aber mir gefällt es selber von hinten nicht ganz so gut, weil ich halt einfach nicht sehe hier. Und ich werde es euch trotzdem mal hinten einblenden, falls ihr trotzdem ein bisschen Interesse daran habt, wie das geht im Ansatz und im Schnelldurchlauf. Und je nachdem, was ihr jetzt für eine Kombi tragen wollt, also wie ihr euch zeigen wollt, ob ihr elegant sein wollt oder verspielt, nehmt ihr halt jeweils die passenden Ohrringe dazu. Diese sind jetzt hier ein bisschen elegant und ein bisschen verspielt. Und ich finde sie total süß im Detail. Aber auch diese gefallen mir gut. Das sind so Hängerchen und die gefallen mir auch gut. Und die habe ich alle von der Halle gekauft. Und Leute, haltet euch fest, die Kosten hatten alle nur 50 Cent gekostet, obwohl sie teilweise echt 8 Euro gekostet haben, seht ihr ja. Und überlegt mal, da wäre ich jetzt schon bei 24 Euro und diese hier noch und dann habe ich noch 3 andere und die sind einfach so, so schön. Also die Halle kann ich wirklich nur empfehlen, das ist ein Madonna-Outlet bei uns hier. So, ich werde jetzt noch für den glamourosen Look noch einen Lippenstift auftragen. Das ist die Farbe 9 Road und zwar trage ich auch im Moment so ein kitschiges Oberteil, das passt ganz gut. So. Und ich mag es, die Lippenstifte nicht ganz so fett aufzutragen. Ich fülle auch meistens nicht die Lücken aus und wie man es sagt, die Ränder. Ich mag es mal. Ein bisschen dezenter und gefällt mir einfach besser. So. Das gefällt mir zum Beispiel jetzt schon sehr gut. Und das ist mein kompletter Look für euch. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch, dass mal wieder ein Video von mir kommt. Ich habe mich heute mal wieder ein bisschen an den Augen ausprobiert. Ich muss sagen, gefällt mir eigentlich schon gut, aber noch nicht so gut. Und ja, also für Silvester oder so ist es mir viel zu dezent. Gerade wackelt hier alles, weil ja, scharf gestellt. So, meine Lieben, ich bin ein bisschen raus, weil ich werde jetzt noch eben hier den Lipgloss auftragen. Hat ein bisschen goldenen Schimmer. Wie das hier aussieht. Gut. So, Kamera raus. Jetzt will ich jetzt noch ein bisschen einkaufen. Ich werde euch jetzt noch ein bisschen einblenden, wie ich meine Wohnung dekoriert habe. Und es ist viel zu laut da draußen und deswegen höre ich jetzt auch auf zu drehen. Wenn ihr meinen Haul von Madonna noch sehen wollt, also meine Anziehsachen, dann schreibt es mir doch einfach unten in die Infobox, sag ich immer. In die Kommentare, ich würde mich freuen. Und ich habe jetzt so süße Special Made, so voll süß, so mit blau Glitzer. Aber ich habe mir an die Nagelhaut, das ist mir so ein bisschen wehgetan, deswegen ist es nicht so schön. Egal, da hinten ist die Lilly, die sagt euch auch gerade noch nicht mehr Hallo. Und ich werde, wie gesagt, jetzt noch ein paar Bilder anmelden und ciao! Hi meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu meinem neuen Video. Und zwar werde ich bis zum 24. also Weihnachten, ein paar Videos hochladen, Tutorials, ein paar Ideen, ein paar Anregungen, was ihr anziehen könnt und. Und heute fange ich mal an mit den Haaren. Die sind jetzt völlig unbehandelt und ich werde mit euch jetzt mal einen glamourösen Haarlook machen. Ich weiß, das haben im Moment schon wirklich schon viele gemacht, aber ich werde mir es jetzt einfach auch mal vornehmen und es ist ganz einfach und geht ganz schnell und könnt ihr mit langen Haaren, mit kurzen Haaren, wie auch immer machen. Also, ihr benutzt einfach mal ein bisschen Tonefestiger. So, tragt ein bisschen hier auf, nicht zu viel und gebt es so ein bisschen ins Haar hinein. Das macht die Haare ein bisschen ja, rauer, sag mal. Rauer oder ja, halt einfach ein bisschen ja, könnt ihr besser tupieren und einen glamouröseren Look kreieren. So. Dann zieht ihr euch an. Ich mag das nicht auf. Egal. So, dann nehmt ihr euch einen Kamm.
Der hier ist jetzt von, ich glaube, Maybelline oder so, kriegt er bei DM, dass es so Toupierkram. Jetzt macht euch erstmal einen Scheitel. Ich nehme meinen jetzt hier unten, also ich nehme immer so einen Seitenscheitel. Macht das, was euch am besten steht. So. Und jetzt nehme ich mir meine Haare. Also ich teile jetzt ungefähr bis zur Mitte ab, ungefähr hier. Und ab hier toupiere ich sie mir. Schön so düse, so düse. Dü. Ich sehe. Ich bin gerade viel zu weit. Boah, diese Pflanze hier. Schön toupieren. Bis in die Mitte. Ungefähr die Spitze nicht. Auch schön die Seiten. Und damit ihr das Volumen nicht nur hier hinten habt, sondern auch so an den Seiten ein bisschen, nehmt ihr so eine Partie von der Seite und toupiert so. Wie ihr toupiert, ich zeige es nochmal für, ich zeige es immer so gerne, aber ich weiß nicht, vielleicht, wahrscheinlich wisst ihr das, ihr nehmt euch so ein Teil, so eine Strähne, nehmt sie so ein bisschen hoch, geht dann runter und dann immer so auf und ab Bewegungen. So. So, das wäre schon erstmal. Vom Vorteil wäre es, wenn ihr eure Haare nicht gerade frisch gewaschen habt, weil frisch gewaschene Haare sind ein bisschen stürrisch und stehen schon mal gerne ab und. Kennt ihr bestimmt. So. Und jetzt kommt der eigentlich wichtige Teil. Es gibt nämlich viel Haarspray. Dieses Haarspray benutze ich normalerweise überhaupt nicht. Aber mein anderes ist leer und ich war zu faul für das Video vorher zu DM zu fahren. So. Und jetzt kommt das eigentlich Wichtige. Ich nehme jetzt da oben den Spiegel mal runter, weil ich euch das hier zeigen will. Ich zeige das jetzt mal eben und rede gar nicht so viel dabei, weil ansonsten werdet ihr das sowieso gleich nicht verstehen, weil da unten sind so Bauarbeiter. So, ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt ein Bild. Ich gucke jetzt mal eben hier bei den Haare durch. So, jetzt nehmt ihr euch hier die Seitenpartie. Jetzt zeige ich das doch mal so von vorne eben. Also ihr nehmt euch jetzt hier so die Seitenpartie, lasst ein bisschen von draußen weg. Nehmt euch einen Bodypin. Irgendeine Kamerad. Ich will jetzt mal gerade den schwarzen. Und pusht das so ein bisschen hoch und klemmt das fest. Die andere Seite zeige ich jetzt hier von hinten. So. Ich guck mal gerade, ob ihr mich überhaupt seht. Ja. Jetzt nehmt ihr euch wieder von vorne. Die Ponypartie lasst ihr aus. So. Und klemmt es hinten fest. So. Jetzt habt ihr schon zwei so Rubbel. Jetzt drehe ich mich mal wieder um. So sieht das Ganze jetzt nämlich von vorne aus. Jetzt fixiert ihr das Ganze noch ein bisschen. So, und jetzt kommt also einer der Teile, der wichtigen Teile. Drehe ich wieder um. Ich merke, das ist alles ein bisschen blöd organisiert, aber gut und gut. So. Ich mal in den Stuhl. So. Ich hoffe, ihr seht jetzt auch noch was. Jetzt nehmt ihr euch wieder so eine Partie. So, und schlagt sie hier so um. Dass ihr oben so eine Säule ergibt. Und befestigt sie wieder mit Bodypin. Und klebt diese, schlagt diese hier unten um. Habt ihr hier so ein Loch, da macht ihr wieder die Bodypin dran. So.
sehe gerade überhaupt nichts, aber das sieht schon sehr lustig aus. Für euch mal nach hinten. So, jetzt nehmt ihr euch wieder eine Partie. Schlagt sie wieder um. Und die Spitzen immer schön verstecken. Ich werde gerade für die Kamera sowas machen. So. Jetzt seht ihr euch diese letzte Partie. Jetzt gucke ich erstmal gerade. Ich sehe überhaupt nichts. Ich hoffe, dass irgendwie wie gut das aussieht. Jetzt nehmt ihr euch diese Partie hier und legt die, teilt die in zwei Teile, so, flechtet die, ganz normal flechten, so, dann macht ihr unten ein Klemmerchen kurz rein. Ich nehme jetzt auch hier so eins. Jetzt zeigt das mal eben von der anderen Seite. Wuppdiwupp. Das ist jetzt wieder total peinlich, dieses Video. Aber egal. Ich hoffe, ihr freut euch trotzdem, dass ich mal wieder ein Video mache. Und ja, Haartutorials ohne die richtigen Spiegel. Ist nicht so dolle. Ich muss mir mal einen neuen Handspiegel kaufen, weil der eine ist mir zerbrochen. So, mach ich hier wieder so ein Kleinerchen rein. Und jetzt bräuchte ich natürlich dringend einen richtigen guten Spiegel, aber ich sehe ja nichts hier. Ich versuche das jetzt mal. Irgendwie so zu gestalten. So, jetzt legt ihr. Jetzt legt ihr diesen Zopf mit diesem einmal so rum und klebt ihr hier oben mit dem Klemmerchen fest, was ihr sowieso schon dran habt. Gleiche macht ihr mit dem hier. So. Jetzt müsst ihr natürlich etwas haben, wo man das sieht, wo man das ausbessern muss. Hier ist gerade gar nichts. Männchen, so. Also hier gefällt mir irgendwas nicht, aber ich sehe das ja alles nicht. Richtig. Ich glaube, hier muss ich den Rollenpin rein. Ich weiß nicht. Und vorne. Schwuppdiwupp. Nehmt euch jetzt wieder einen Bobbypin und dreht, also nehmt diese Haare hier hoch und klemmt sie nach hinten. Also hier ist es ganz wichtig, dass alles aus dem Gesicht ist. Und hier hinten, merke ich gerade, sind zwei Hubbel entstanden. Aber weiterhin nicht schlimm. So, hier macht ihr jetzt, nehmt euch ein bisschen Pony, so wie hier jetzt. Der Rest dreht ihr so ein bisschen ein und klemmt ihn dann nach hinten. So. So, und das wäre jetzt meine fertige Frisur.